Die Unabhängigkeit von Mining Pools erzielt IOTA schon allein durch den Verzicht auf Blöcke und Miner und die damit in Verbindung stehenden Belohnungen, denn alle IOTA Coins wurden bereits zu Beginn generiert. Das heißt, hier gibt es keine elitäre Gruppe oder ein Oligopol, das Einfluss auf die weitere Entwicklung darüber nehmen könnte. Der Konsens im Netzwerk wird durch alle Teilnehmer gleichermaßen erzielt. Die hohe Skalierbarkeit von IOTA entsteht dadurch, dass auf eine Blockchain im Unterschied zu anderen Distributed Ledger-Technologien verzichtet wird. Es gibt stattdessen den Tangle, der aus miteinander verwobenen einzelnen Transaktionen besteht. Dadurch kann es gar keinen Flaschenhals geben, infolge von begrenzten Blockgrößen oder einer bestimmten Geschwindigkeit, mit der Blöcke erzeugt werden. Stattdessen kann jeder parallel neue Transaktionen dem Tangle hinzufügen, die dann vom Gesamtnetzwerk überprüft werden. IOTA ist eines der nachhaltigsten DLT-Projekte am Markt. Durch den Verzicht auf Miner entfällt diese unglaubliche Energieverschwendung, von der sicherlich jeder schon einmal gehört hat. Mal zum Vergleich: Eine Tasse Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten verbraucht ungefähr die gleiche Menge Energie wie 22.000 IOTA-Transaktionen. Die Teilnahme am IOTA-Netzwerk ist grundsätzlich erst einmal kostenfrei und das ist somit eine der größten Stärken des IOTA-Protokolls überhaupt. Denn im Unterschied zu anderen Systemen kann ich IOTA eher nutzen, wie ich E-Mail nutze. Ich habe meine Infrastruktur, ich habe natürlich Stromverbrauch, ich brauche Internetzugang, aber das Senden von Transaktionen und auch das Empfangen ist bei IOTA komplett kostenfrei.